Star-Aufgebot beim Midsommer des SCC Berlin. An der Spitze Gina Lückenkämper, die Sprint-Europameisterin. Ja, es ist einfach eine schöne, ruhige, familiäre Atmosphäre. Ist mal was anderes als dieser Trubel, den wir sonst bei den größeren Wettkämpfen halt haben. Und ist einfach mal wieder nett, dass man sich halt auch einfach ein bisschen ausprobieren kann. Das ist mein Trainingsstadion, mein Heimstadion. Von dem her freue ich mich immer, wenn ich hier laufen kann. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, dass man da wirklich so den Fokus auch findet, dass es jetzt wirklich Wettkampf und nicht Training ist. Aber vielleicht war das halt sogar der Schlüssel, dass ich einfach so locker bleiben konnte. Sie war der zweite echte Hingucker, Alisa Schmidt. Über 4 Millionen Follower bei Instagram, aber ihr eigentliches Spezialgebiet sind die 400 Meter. Und das will sie auch heute zeigen. 52,18, sagt die Zeitmessung, bedeutet neue persönliche Bestleistung und Meeting-Rekord. Ich habe mich super gefreut, als ich die Zeit gesehen habe, weil das jetzt nach 3 Jahren endlich eine persönliche Bestleistung ist und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und ich habe mich gefreut, dass ich mich jetzt auch noch mal steigern konnte im Vergleich zu den deutschen Meisterschaften. Aber zurück zur Europameisterin. Denn die ist heute nicht gewohnt über die 100 Meter am Start, sondern tritt bei den 200 Metern an. Und die haben es in sich. Lückenkämper überquert die Ziellinie nach 23,41 Sekunden, nur ganz knapp hinter Asienmeisterin Shanti Pereira aus Singapur. Ich denke, wenn eine Sprinterin, die aktuell in Form ist auf der Strecke, die sonst eine 22,70 gerade aktuell stehen hat aus diesem Jahr, mit einer 23,30 vorne wegrennt und ich nur eine Zehntel dahinter bin, dann ist das durchaus okay. Das nächste große Event sollen dann sowohl für Schmidt als auch für Lückenkämper die Weltmeisterschaften sein. Diese finden vom 19. bis 27. August in Budapest statt. Und dann soll es natürlich sogar noch besser laufen für Europameisterin Gina Lückenkämper.